Hallo und herzlich willkommen zu den Brokernews für den Dezember 2023. In diesem Video erzähle ich euch natürlich wie immer und wie jedes Monat, was hat sich getan bzw. wird sich tun. Ich erzähle euch zu Beginn, welche Themen ich behandeln werde, und unten in der Videobeschreibung findet ihr nicht nur einen Beitrag zu den Brokernews, sondern auch einen Link zur Telegram-Community, wo wir bereits über 1000 Menschen sind, die tagtäglich über das Investieren, über Sparzinsen, über Börse und Co. sprechen. Und natürlich findet ihr unten in der Videobeschreibung eben die Timestamps zu den Themen, die ich euch jetzt vorstelle. Zu Beginn werde ich euch wie immer einen Blick auf den Markt geben. Was hat sich im letzten Monat getan, beziehungsweise was hat sich seit Jahresbeginn getan? Grundsätzlich, es sieht grün aus. Danach eben Wertpapier-Cashabschaffung, beziehungsweise was gibt es Neues zu Bundesschatz.at. Dann einen Verweis auf meine Videos, Cashverlustausgleich, Kryptosteuer, und dann geht es um Flattech, Startup Bank, Easybank, Traders Place, Scalable, Trade Republic, Smart Broker Plus, Sunrise, N26, Menga, Deutschland, Bitpanda, 21, Bitcoin, Companion, und dann natürlich die aktuellen Sparzinsen, beziehungsweise wie immer zum Ende des Videos gibt es die aktuellen Neukundenaktionen, und da verrate ich euch, wo es zum Beispiel 150 Euro Cashprämie gibt, aber auch zum Beispiel 100 Euro. Also es lohnt sich wie immer zuzusehen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Greiner vom Broker-Test.at, dem österreichischen Broker-Tester und Vergleicher. Zu Beginn dieses Videos geht es gleich einmal um den Markt, um die Börsen. Wie hat es denn ausgesehen im November 2023? Und ich kann euch sagen, ganz gleich wohin man blickt, ob ATX Total Return, DAX, Nasdaq, Dow Jones, alles war grün und ordentlich grün. 7% bis 9%, das war das Plus, was wir gesehen haben im November 2023. Aber lassen wir uns nicht täuschen, es hat einige Aktien gegeben, wie zum Beispiel in Österreich die AT&S. Ordentliche Turbulenzen, Kapitalerhöhung steht an, vielleicht Kapitalerhöhung, oder in Deutschland die Bayer-Aktie. Dies ist ordentlich abgeschmiert und wir dürfen gespannt sein, ob sich die irgendwann noch einmal erholt. Denn wenn wir uns den Langfristchart ansehen, also es gibt anscheinend nur eine Richtung und die ist nach unten. Ein Musterbeispiel dafür, auch wenn es nach unten geht, es heißt nicht immer buy the dip, denn es kann noch weiter nach unten gehen. Und selbst eine Aktie, die bereits 50, 60, 70, 80% verloren hat, kann weiterhin verlieren. Null ist das Ende. Wie sieht es seit Jahresbeginn aus? Auch hier ganz gleich, wohin wir blicken, ob ATX oder S&P 500, 500, Nasdaq Composite, überall ein sattes Plus. ATX Total Return am weitesten hinten neben den Dow Jones, plus 8,5% bis ein plus 9,5%, und beim Nasdaq Composite sehen wir ein Plus seit Jahresbeginn von über 36%. Das liegt natürlich wie immer an den Tech-Aktien, die sich letztes Jahr ordentlich nach unten bewegt haben und heuer eben eine starke Gegenreaktion gezeigt haben. Deshalb sind wir eben dort beim Nasdaq Composite, wo wir eben aktuell sind. Und das macht natürlich eine gewisse Freude, wenn man eben Tech-Aktien seit heuer im Depot hatte. Wenn man Tech-Aktien schon länger drin hat, dann hat man eben letztes Jahr eben die Downside mitgemacht. Wie immer auch, was wären aus 10.000 Euro geworden, wenn ich diese 10.000 Euro in ein bestimmtes Asset investiert hätte? Wie immer, Konjunktiv, hätte, Fahrradkette, hätte, Ware. Ja, hätte das Ganze in Bitcoin investiert, wäre natürlich ein super Investor gewesen. Aber das habe ich natürlich nicht gemacht. Bitcoin in Euro aus 10.000 Euro wären aus heutiger Sicht 22.483,18 Euro geworden. Ein Plus von über 100%, natürlich immer vor Berücksichtigung der Steuern. Hätte ich die 10.000 Euro in Cash gebunkert, dann wären die aus 10.000 Euro 10.000 Euro geblieben. Beim Sparkonto mit 2% wären das 10.182 Euro geworden. Aus Relax Bausparen von Raiffeisen hätte ich das dort reingegeben, wären das 10.264 Euro geworden. Bei Gold wären das aktuell 10.691 geworden. Und in den MSCI World, dann wären das über 11.300 Euro bereits geworden. Und hätte ich das Ganze in den Dirk Müller Premium Fonds gesteckt, diese 10.000 Euro, dann wären das zum aktuellen Zeitpunkt eben 10.162 Euro geworden. Ich habe das Ganze auch auf Twitter publiziert und dann hat es natürlich wieder ein paar Personen gegeben, die gesagt haben, ja, aber in Wirklichkeit ist es ja durch die Inflation. Ja, Leute,
beruhigt euch, das ist ohne Berücksichtigung von Steuern und ohne Berücksichtigung von der Inflation. Also keine Steuer und keine Inflation berücksichtigt, das nennt man ja dann Realrendite und ist eine andere Berechnung. Das habe ich natürlich später eben bei den Sparzinsen wie immer gerne angeführt. Aber hier in dieser Berechnung ist das Ganze nicht drinnen. Also runterkommen, beruhigen. Ich stelle nur dar, was wären aus 10.000 Euro seit Jahresbeginn geworden. Übrigens kannst du mir natürlich auch auf Twitter folgen. Das Profil findest du natürlich als Link unten in der Videobeschreibung. Was gibt es denn Neues zur Wertpapier-Kästabschaffung bzw. zu Bundesschatz.at? Naja, bei der Wertpapier-Kästabschaffung gibt es natürlich nichts Neues, aber das Meme gilt noch immer. Finanzminister Magnus Brunner drängt auf Abschaffung der Wertpapier-Kästabschaffung und wir warten und wir warten und wir warten und wir dürfen gespannt sein, ob sich das noch immer ausgehen könnte. Wie es aktuell aussieht, würde ich sagen, na, überhaupt nicht. Schaut es danach aus, denn die Legislaturperiode unserer Regierung läuft maximal bis Herbst 2024. Und wenn man sich ansieht, was es aktuell für Probleme gibt mit avisierten Untersuchungsausschüssen und natürlich jetzt das Thema Signa-Pleite, ich glaube, das schaut eben nicht gut aus, dass man da eben ein Vorsorgedepot tatsächlich noch einführen könnten. Und wenn wir dann zu Neuwahlen kommen, wie sieht denn dann die neue Regierung aus? Ist da tatsächlich eine FPÖ-Regierung wieder mit dabei, dann sieht es wahrscheinlich sehr gut aus mit einem Vorsorgedepot, wenn die ÖVP mitmacht. Wenn aber die SPÖ mitmischt, dann würde ich sagen, das sieht nicht gut aus mit einem Vorsorgedepot, weil die SPÖ ja mit Wertpapieren und Co. nicht so viel am Hut hat und die Grünen und die NEOS haben jetzt nicht unbedingt höchstwahrscheinlich die Macht, dass man eben da mitsprechen kann, wenn es eben um das Vorsorgedepot geht, beziehungsweise um die Regierungsbeteiligung, beziehungsweise bestenfalls als Zünglein an der Waage, dass man eben vielleicht eine Dreierkonstellation macht, à la Deutschland. Nur ist es so ein Erfolgsmodell? Es sieht irgendwie nicht so aus. Was gibt es für Bundesschatz.at Neues? Leider nichts Neues, aber die ÖPFA, die österreichische Bundesfinanzierungsagentur, hat auf der Website eine kleine Aktualisierung gemacht. Sie haben eben darüber berichtet, ja, wir haben den Auftrag, wir sollen sich das Ganze ansehen, aber gleichzeitig gibt es eben noch nichts Neues. Was es aber Neues gibt, gibt es eben als Hinweis, wenn das Ganze realisiert werden würde, dann wäre die Mindeststückelung bei 100 Euro und eben die maximale Laufzeit von 10 Jahren wäre eben da angesagt. Was ist Bundesschatz? Diejenigen, die älter sind, die sagen, ja, kenne ich ja eh von früher. Das ist von unserem damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser, bekannt eben aus den Medien, beziehungsweise, ist von unserem Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser eingeführt worden und war eben, was war denn Bundesschatz.at? Bundesschatz.at wurde damals 2003 oder 2004 oder 2002 sogar von unserem damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser eingeführt und es war die Möglichkeit, dass wir Sterbliche beim Staat direkt anlegen können in kurzlaufende Staatsanleihen, Treasury Bills bzw. langjährige Staatsanleihen. Da haben wir ein eigenes Depot gehabt, kostenlos war das Ganze und man hat da eben investieren können und hat durchaus interessante Staatsanleihen bzw. Zinsen lukrieren können auf Anleihen, keine Einlagensicherung, weil eben ja Anleihen, aber gleichzeitig es waren Staatsanleihen des österreichischen Staats und die waren durchaus gut verzinst, aber leider ist eben durch die Zinsflaute, weil das Angebot dann nicht mehr interessant und ist dann schlussendlich 2019 bzw. 2020 dann schlussendlich eingestellt worden. Unser Finanzminister Magnus Brunner hat im Sommer 2023 angekündigt, das werden wir wieder einführen, aber wir werden sehen, ob das tatsächlich so kommt oder ob das eben dann tatsächlich anders aussehen wird. Mehr gibt es eben zum aktuellen Zeitpunkt leider hier noch nicht. Jetzt zum Ende des Jahres möchte ich dich noch einmal auf mein Video zum Kästverlustausgleich bzw. Verlustausgleich hinweisen. Steuersparen, Steuerstunden, das ist eine interessante Möglichkeit, wenn du eben Verlust in deinem Depot hast bzw. Gewinne und du eben noch versuchen solltest, dir das Ganze anzusehen und eventuell gegenzurechnen, eventuell zu verkaufen und eben dein Depot ein bisschen neu zu strukturieren, ein bisschen einen ausputzen zum Ende des Jahres. Das tut ganz gut. Kryptosteuer 2024 und zwar bei den österreichischen Angeboten wie zum Beispiel 21 Bitcoin, Coinfinity oder Bitpanda kommt der automatische Kästabzug. Das heißt, wenn du dort Kryptos verkaufst, dann wird das Ganze eben steuereinfach bzw. wird eben die Käst abgezogen. Wie das Ganze eben tatsächlich funktioniert, werde ich dann eben in einem Video
nächstes Wochenende höchstwahrscheinlich dann eben publizieren. Ich habe ein Video bereits dazu gemacht, wo ich eben das Grundlegende, wie das denn gesetzlich verankert ist, wie das denn das Ganze aussehen wird, werde ich dann eben da publizieren. Mehr dazu eben aber ein bisschen später bei den einzelnen Anbietern. Und jetzt kommen wir zu den einzelnen Brokern. Beginnen wir wie immer mit Flattex. Flattex in Österreich, was gibt es denn hier Neues? DEGIRO Österreich. DEGIRO Österreich hat vor ein paar Jahren eben bekannt gegeben, wir konzentrieren uns in Österreich auf die Marke Flattex und deshalb kündigen wir die meisten Kunden, die eben bei DEGIRO Österreich sind. Da hat es ein großes Reinemachen gegeben, aber ein paar hat es noch immer gegeben, die eben Vieltrader waren, die eben bei DEGIRO bleiben haben können. Und die haben jetzt aber zum Jahresende ebenfalls die Information bekommen, tut mir leid, DEGIRO Österreich, jetzt gibt es eben tatsächlich die Gesamtauflösung und leider müssen wir dir bekannt geben, dass auch du speziell dein Depot eben bei DEGIRO aufgelöst wird. Du hast jetzt eben mehrere Möglichkeiten, dass du einen alternativen Broker zum Beispiel zu Interactive Brokers oder zu Flattex Österreich wechselst oder eben zu DEGIRO Deutschland oder zu einem anderen Broker, der eben angeboten wird. Aber das Angebot, so wie es eben damals gestaltet war mit DEGIRO Österreich, das wird es eben in Zukunft nicht mehr geben. Da hat jetzt eben Flattex DEGIRO gesagt, gut, das lösen wir gesamtheitlich auf und konzentrieren uns in Österreich nur noch auf die Marke Flattex. In Deutschland konzentriert sich Flattex DEGIRO, das börsennotierte Unternehmen bei Flattex DEGIRO, auf beide Marken, auf DEGIRO und Flattex. Und überall anders in Europa, in den Niederlanden, in Frankreich, in Spanien, in Italien und. Da konzentriert sich das Unternehmen Flattex DEGIRO rein auf die Marke DEGIRO. Neues gibt es auch von den Flattex ETF Sparplänen. So haben sie still und leise die Anzahl der Sparpläne erhöht auf 1400 und es sind über 300 kostenlos dabei. Eine Ausführung bei Flattex beim Sparplan, beim ETF-Sparplan kostet ja pauschal 1,50 Euro und 300 davon sind aber kostenlos, wo man eben dann ja aktuell kostenlos investieren kann. Aber Achtung, zum Jahreswechsel bzw. auch teilweise unterjährig überarbeitet Flattex diese Liste und ja, dann könnte es sein, dass dein bisher kostenloser ETF-Sparplan eben dann 1,50 Euro kostet. Grundsätzlich meine Empfehlung, es sollte nicht an der kostenlosen Ausführung liegen, wenn du eine Wahl triffst, dass ein bestimmter ETF für deinen Sparplan eben in Frage kommt. Übrigens möchte ich dich noch darauf hinweisen, ich habe ja ein Video gemacht zu Flattex Next Desktop. Hier der Link dazu bzw. unten in der Videobeschreibung mehr dazu. Dardat Bank, was gibt es denn hier Neues? Dardat Neukunden, Übertragsspesen werden nun bis 300 Euro refundiert. Bisher war das bei 250 Euro. Für Neukunden gibt es bei der Dardat Bank übrigens mittlerweile auch 3,3% Neukundenzins. Für Bestandskunden 2,5%. Wann neue Websites, wann neue Trading-App? Das war ja für 2023 erstes Quartal avisiert. Die neue Webseite und die neue Trading-App bis Ende des Jahres. Da gibt es leider noch keine Neuigkeiten. Bei der Easybank gibt es eben ja die Neukundenaktion, die ich dir später vorstelle, und 3,5% aufs Tagesgeld. Ist zinsfrei bis 30.05.2024. Traders Place, neu bei Traders Place, kostenloses Traden ab 500 Euro, Sparplanausführung ab 20 Euro bereits, das ist gesenkt worden. Und es gibt eine Neukundenaktion, die ich dir später vorstelle, wo es eben ja 100 Euro geschenkt bekommt, wenn du bestimmte Kriterien erfüllst. Scalable Broker hat einen Black Friday Deal gehabt, 4% für 4 Monate und 12 Monate Prime Plus bis einem Prime geschenkt, leider nur zum Black Friday oder zum Wochenende des Black Fridays. Was aber geblieben ist, sind die 4% für 4 Monate und dazu brauchst du aber die kostenpflichtige Prime Plus Mitgliedschaft um rund 5 Euro im Monat. Was gibt es Neues bei Trade Republic? Trade Republic wird steuereinfach. Irgendwann, wann das Ganze sein wird, ist leider unbekannt. Was aber bekannt ist, sind aber die Geschäftsabschlüsse. Und zwar, wie sieht es denn mit der Bilanz aus? Wie sieht es mit der G&V aus? Und zwar für das Geschäftsjahr 2022 ist es im Deutschen Bundesanzeiger publiziert worden. Und zwar für das Geschäftsjahr vom 1.10.2021 bis 30.09.2022 gab es einen Jahresfehlbetrag von über 145 Millionen. Im davor
Geschäftsjahr waren es noch minus 35 Millionen. An Eigenkapital waren es am Zeitpunkt 30.09.2022 noch 389 Millionen Euro übrig. Das heißt, wenn man das ganze 145 Millionen Jahresfehlbetrag, wie oft geht sich denn das aus? Da gingen sich jetzt noch rund drei Geschäftsjahre, also nicht ganz drei Geschäftsjahre, bis das Ganze eben dann aufgebraucht werden würde, wenn ja Trade Republic eben ja das Ganze nicht irgendwie ja keine neuen Fundings beziehungsweise eben ja den Fehlbetrag nicht reduzieren könnte. Es wird natürlich spannend, wie dann jetzt diese Zinsänderung, die Zinswende schlussendlich auf das Ergebnis niederschlägt und wie dann das mit Payment for Order Flow, ja, ob zum einen wieder mehr Trades stattfinden, beziehungsweise Trade Republic mehr Revenues bekommt oder. Also das ist jetzt nur eine Zahlenspielerei. Ich zeige dir da jetzt noch eine Statistik. Da zeige ich dir eben die Entwicklung von 2017, wo eben Trade Republic gestartet ist, zum Geschäftsjahr 2021/2022, wie es denn mit den Provisionserträgen ausgesehen hat, wie es mit den Provisionsaufwendungen ausgesehen hat, wie es mit dem Personalaufwand ausgesehen hat, beziehungsweise mit dem EGT, beziehungsweise mit dem Jahresfehlbetrag, wie sich denn der entwickelt hat. Und du siehst eben seit 2020, wo eben Trade Republic so ordentlich losgelegt hat, bis 2022 war halt ein Geschäftsjahr, wo eben Tradingflaute bereits war, aber eben hohe Personalkosten vorhanden waren. Ja, sie steigern natürlich auch die Provisionserträge, aber insgesamt sind die Personalkosten bzw. die Provisionsaufwendungen ja doch so hoch, dass es schlussendlich zu einem satten Minus kommt. Die nächsten News sind zu Smart Broker Plus. Da hat es ja den Depotübertrag gegeben, und zwar Smart Broker hat ja bisher eben mit der DAB Bank zusammengearbeitet und mit Smart Broker Plus jetzt mit der Baader Bank. Und nachdem die Smart Broker Holding, die dahinter steht, eben börsennotiert ist, geben sie ganz interessante Insights eben bekannt, und die lauten eben: mit dem Depotübertrag von Smart Broker zu Smart Broker Plus heißt es, mehr als 75% des betreuten Kundenvermögens und knapp 70% der aktiven Smart Broker 1.0 Bestandskunden sind zu Smart Broker Plus umgezogen. Gleichzeitig haben sie bekannt gegeben, Einigung mit der bisherigen Partnerbank, der DAB Bank, zur langfristigen Weiterbetreuung der nicht umgezogenen Smart Broker 1.0 Kunden, also sozusagen, dass die eben noch weiter dort bleiben können bis, glaube ich, 30.04.2024. Bereinigung des Kundenbestands um die inaktiven Kunden geplant. Umzug, Neuvertrag und Bereinigung bedeuten insgesamt mehr als 95% der wirtschaftlich relevanten Smart Broker Kundenbestands bleiben langfristig erhalten. Pro forma Umsatz und Cashflow-Anstieg von mindestens 6 Millionen per anno sind eben geplant. Smart Broker, wenn man sich eben die Rezensionen ansieht von der App, schneidet ebenfalls nicht so gut aus wie eben Trade Republic. Also auch da dürfte es so einige Probleme geben. Es ist einigermaßen auch gewöhnungsbedürftig, speziell das Grüne dahinter, das Schwarze dahinter gefällt nicht allen. Da heißt es aber, sie arbeiten daran, dass es eben auch das Ganze in einer anderen Farbe gibt. Was mich eben irgendwie fasziniert, ist eben durch die Wechsel der Depotbank dahinter verliert man automatisch Kunden, und denn die müssen alle die aktive Zustimmung geben und sagen, ja, ich möchte wechseln, und das tun anscheinend einige nicht, obwohl sich das Angebot deutlich verbessert hat, günstige Konditionen, wenn es eben um Orders geht, speziell bei ausländischen Handelsplätzen, und trotzdem machen das die Menschen nicht, zu 25% bzw. zu 30% nicht. Das bedeutet meines Erachtens für Neobroker, wie es eben Scalable ist oder Trade Republic oder Finanzpunkt.zero, die sind ordentlich gebunden an die dahinterliegende Depotbank, wenn eben eine Zustimmung gegeben werden muss, wenn es eben dann zu einem Wechsel der Partnerbank kommt. Wie geht es weiter? Sunrise Securities wurde eben gegründet, und die übernimmt jetzt die Depots von der Simple aus Luxemburg, die ja wiederum zu dem Sunrise-Universum dazugehört. Und eine weitere News gibt es, Anlage 99 war eine White-Label-Lösung von Sunrise, die von der Bank 99 publiziert worden ist, und das hat anscheinend nicht so funktioniert wie eben geplant, und jetzt sagt eben die Bank 99, wir können die nicht weiter betreuen, beziehungsweise haben wir eben mit unserem Wertpapierdepot, das wir von der ING Österreich damals übernommen haben, haben wir eben etwas anderes vor.
wisst ihr was, Sunrise, übernehmt doch ihr diese Kunden, diese tausenden Kunden, die dort bereits drinnen sind, und betreut ihr die weiter. Vorteil für diese ehemaligen Anlage 99 Kunden: das Sunrise-Universum kann ganz einfach viel mehr. Du hast jetzt eben mindestens zwei Fondslösungen zur Verfügung und eben die ganze Community. Also insgesamt eine Win-Win-Situation für alle, für Sunrise, für die Bank 99, aber auch für die Anlage 99 Kunden, weil jetzt einfach mehr zur Verfügung steht. N26 gibt es auch News, und zwar Aktien und ETFs kommt über den Partner Upvest ab 2024, und ich habe danach gefragt, kommt es auch in Österreich? Da hat es geheißen, ja, das kommt ebenfalls. Auch das Tagesgeldkonto kommt nach Österreich. Wann aber die konkrete Einführung ist, das steht noch in den Sternen. Also ich hätte es so rausgelesen: Germany first, und dann kommt eben irgendwann auch Österreich bzw. andere europäische Länder mit den verschiedenen Lösungen. Vanguard Deutschland, da gibt es ja ein Direktgeschäft bzw. ein Robo-Advisor. Das heißt, du hast eben bei Vanguard Deutschland direkt investieren können. Du hast dort eben einen Robo-Advisor bespeisen können, beziehungsweise eben tatsächlich dort einen Broker von Vanguard eben in Anspruch nehmen können mit Sparplan bzw. Einmalkäufen. War nicht ganz günstig, aber auch nicht teuer. Und die haben jetzt sehr überraschend gesagt, wir stellen das Ganze ein. Hat nicht so funktioniert, wie wir es uns erwartet haben. Ich vermute mir dahinter, naja, es gibt ganz einfach ja ein gewisses Problem mit, wenn wir jetzt unsere Fonds an die verschiedenen Broker verkaufen möchten, eben das B2B-Geschäft, und da sind sie aber im Direktgeschäft mit den Consumer in Richtung B2C, dass man da ganz einfach ja gespürt hat bei den unterschiedlichen Brokern, hey, ihr seid ja unsere eigene Konkurrenz, wir wollen euch nicht extra fördern, und deshalb werden wir eure Fonds bzw. eure ETFs nicht so promoten, wie ihr es gerne hättet, und deshalb tut uns leid. Und jetzt hat eben Vanguard Deutschland beschlossen, ne, dann streichen wir das Ganze wieder, weil es eh nicht so funktioniert hat, und versuchen da eben ja wieder uns zu konzentrieren auf das B2B-Geschäft mit unseren Brokern. Was gibt es Neues im Bereich der Kryptos? Bitpanda, RLB Niederösterreich Wien geht mit Bitpanda ab 2024 gemeinsame Wege. Das heißt, die Elber-Kundinnen und Kunden, die bei der Raiffeisen Landesbank Niederösterreich Wien sind, die werden ab 2024 die Möglichkeit haben, dass sie dort direkt eben in Kryptos investieren, und das Ganze mit einer White-Label-Partnerschaft mit Bitpanda. Gleichzeitig hat Bitpanda, ja, wie sieht es mit Steuer einfach aus? Ja, da werden wir in den nächsten Tagen einiges erfahren. Es wird spannend. So viel darf ich bereits verraten. Und ja, es wird ein Video dazu geben. Nächsten Sonntag versuche ich das Ganze eben euch näher zu bringen, was sich denn da so getan hat bzw. tun wird mit 01.01.2024. 21 Bitcoin. Der Bitcoin-Anbieter aus Deutschland hat eben eine Kooperation mit der Volksbank und Raiffeisen Bank Mitte, und die sind jetzt auch Investorinnen bzw. Investoren geworden des jungen Salzburger Unternehmens in der Höhe von 2,1 Millionen Euro. Und zum Schluss noch eine News zur Companion. Companion wird zur Altify. Das ist ein südafrikanisches Unternehmen mittlerweile. Und ja, und das ist ja, ich habe einen eigenen Beitrag dazu geschrieben. Meines Erachtens ist das relativ komplex. Diejenigen, die bei Companion sind und eben schlussendlich auch dort noch investiert sind, die sollten sich überlegen, ob sie das Ganze mit übersiedeln, ob das eben vielleicht eine steuerliche Auswirkung hat. Ja, ja, also da muss man so einiges beachten. Ja, und zum Schluss natürlich wie immer, zuerst einmal die Sparzinsen, dann die Neukundenaktionen. Die Inflation ist gesunken auf 5,4%, die war aber auch im Oktober schon 5,4%. Wenn man sich die Realzinsen ansieht, natürlich sind die noch immer deutlich negativ, und wenn man die Cash noch berücksichtigt, ordentlich negativ. Was ist die Realrendite? Das ist ganz einfach der aktuelle Zins minus die Inflation, und nachdem die Zinsen, je nachdem wo man gerade ist, bei 3-4% liegen, die Inflation abzieht in der Höhe von aktuell 5,4%, siehst du ganz einfach, dass das eben negativ ist. Wenn du jetzt sagst, ich bin auf der Suche nach den höchsten Zinsen und mir ist egal, ob
Neukundenaktion, Ausland und so weiter, dann sage ich dir, bei der Big Bank, bei Trade Republic oder bei der Consors Bank gibt es auf Tagesgeld 4% mit so einigen Einschränkungen. Auf 3 Monate Bindung gibt es bei der Artico Bank 3,4%, bei 6 Monate Bindung gibt es bei der Big Bank 3,6%, bei 9 Monate Bindung gibt es bei der WSK Bank 3,7%, 12 Monate Bindung Big Bank und Wakif Bank auf ein Sparbuch 4%, 18 Monate Bindung bei der Big Bank aus Estland nicht steuereinfach 4%, ja, und bei 24 Monaten bei der Kommunalkredit Invest 4% und auch bei der Big Bank eben auch 4%. Das wären die Sparzinsenangebote. Und jetzt zum Schluss natürlich wie immer die Neukundinnen und Neukundenaktionen. Bei Flatex gibt es ein Trainingguthaben in der Höhe von 100 Euro aufzubrauchen in den ersten 3 Monaten für Neukunden. Bei der Dalat Bank gibt es keine Depotgebühr bis Ende 2026. Auf eigene Spesen gibt es die Aktion von 1 Euro für die ersten 6 Monate ab Eröffnung. Fremde Spesen bei einem Depotübertragung werden bis 300 Euro übertragen, was ich dir vorhin bereits angekündigt habe, wobei die Position mindestens 2000 Euro ausmachen muss und du bekommst 3,3% Zinsen auf Tagesgeld für die ersten 6 Monate als Neukunde. Bei der Easybank gibt es 0 Euro eigene Orderspesen, leider nur bis Ende des Jahres. Keine Depotgebühr bis Ende 2024, auch keine Kontoverrechnungsgebühr wird verrechnet bis Ende 2024. Bei der Giro gibt es 100 Euro Trading-Guthaben. Bei der Bankdirekt gibt es einen Öffnungsbonus in der Höhe von 100 Euro. Keine Depotgebühr bis Ende 2024. Übernahme der Depotübertragsspesen bis sogar 1.000 Euro. Die Mindestpositionsgröße liegt bei 1.000 Euro. Bei der Erste Bank gibt es ebenfalls eine Neukundenaktion. Keine Depotgebühr bis Ende 2023. Dauert eben nicht mehr lang. Das wird aber höchstwahrscheinlich wieder verlängert und reduzierte Ordergebühren. Bei der Comdirect bekommst du für eine 50 Euro Cashprämie, nicht steuereinfacher Broker, wenn du eben einen Sparplan hast. Da musst du bestimmte Bedingungen beachten und Sparplan bedeutet eben ja bei Nichtsteuer einfach, boah, die Besteuerung nicht so einfach. Bei der Consors Bank gibt es sogar eine Cashprämie in der Höhe von 150 Euro. Ja, da gibt es auch bestimmte Bedingungen. 8 Monate nach Eröffnung muss das Depot mindestens 10.000 Euro haben. Aber es gibt noch viele andere Vorteile dort mehr, wie zum Beispiel 4% Tagesgeld von mindestens 6 Monaten und der Handel über Tradegate ist dort eben in den ersten Monaten, in den ersten 12 Monaten sogar um 0,95 Euro möglich. Also eigentlich sehr attraktiv, wenn man eben sagt, okay, deutscher, nicht steuereinfacher Broker ist für mich kein Problem. 150 Euro Cash, nicht blöd, weil Cash ist fesch. Scalable Capital, 4% Zinsen auf Guthaben bis 1 Million Euro in den ersten 4 Monaten, aber du musst Prime Plus Mitglied sein und dieses Abo kostet dir 4,99 Euro im Monat. Finanzen.net Zero, eine Aktie geschenkt für Neukunden bei Tradersplits, den neuen deutschen Neobroker 2.0 aus Österreich, nicht steuereinfach, gibt es 100 Euro Neukundenaktion, aber da gibt es eben einige Bedingungen zu erfüllen, wie zum Beispiel Durchführung von mindestens 4 Wertpapiertransaktionen innerhalb von 60 Tagen nach Depotöffnung. Das Depot muss zum Zeitpunkt der Prämien zudem noch aktiv sein und einen positiven Portfoliowert von mindestens 1.000 Euro ausweisen. Der Neukundenbonus wird dann innerhalb von 44 Tagen ab Erfüllung der Bedingungen auf das Depot gebucht. Auch hier siehst du eben, ja, es ist möglich, eben 100 Euro Cashbonus zu bekommen und aufgrund der zahlreichen Neukundenaktionen sieht man ganz einfach, die Broker lassen wieder etwas springen, wenn man eben Neukunde wird. Wenn ich da jetzt 2 Jahre zurückdenke, da waren die Broker, wir bekommen so und so Neukunden, da brauchen wir nicht großartig werben mit irgendwelchen Aktionen, aber mittlerweile 45 Euro, 50 Euro, 100 Euro, 150 Euro sind möglich mit einer Eröffnung eines neuen Depots bei dem einen oder anderen Broker. Und wenn man die Consors Bank ansehe oder Traders Place oder die Bank direkt, das sind schon ganz interessante Aktionen, wenn ich grundsätzlich sowieso vorgehabt habe, ein neues Depot zu eröffnen bei diesen jeweiligen Anbietern. Was investiert man? Man investiert seine Zeit für eine Depoteröffnung und natürlich eben, ja, sich mit dem Ganzen zurechtzufinden. Das heißt, ich würde dir empfehlen, wirklich nur ein Depot zu eröffnen, wenn du eben sagst, ja, ich vertraue dem Anbieter und ich möchte sowieso bei diesem Anbieter ein Depot eröffnen und cashe diesen Cash-Bonus dann eben noch so nebenher ab. Das waren die Broker-News für den Dezember 2023. Ich wünsche dir eine schöne Adventszeit. Gib mir einen Daumen nach oben. Abonniere meinen Kanal und besuche natürlich auch den Artikel dazu, den du natürlich da unten findest, verlinkt. Danke sehr fürs Zusehen, bis bald und auf Wiedersehen. Euer Andreas von brokerinvesttest.at. Ciao.